Zuschauer, bei unserem Online-Kongress Kraftvoll in den Durchbruch vom 15. bis zum 17. März werde ich das Vergnügen haben, mit einer außergewöhnlichen Frau zu sprechen, die ich schon lange richtig gut finde. Das ist Gloria Fürstin von Turn und Taxis. Liebe Fürstin, guten Tag. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, weil ich Sie immer wieder sehe bei Achtung Reichelt. Das sieht man bei uns hier im Telegram-Kanal auch regelmäßig. Und Sie wirklich Mut zeigen, die Herausforderungen nicht nur anzunehmen, sondern ganz gerade zu stehen und auch auf die Missstände hinzuweisen. Woher nehmen Sie Ihre Kraft? Ich gehe regelmäßig in die Heilige Messe und dann natürlich auch meine Familie, die mich auch sehr unterstützt. Und das sind eigentlich die Kraftquellen, die mir zur Verfügung stehen. Sie beschäftigen sich durchaus auch mit unbequemen Themen. Sie sind Kritikerin der Politik, der Ampelregierung, auch der Maßnahmen und auch vor allem sprechen Sie öfter auch mit dem Julian Reichelt über die Klimakrise, die im Moment dabei ist, das Leben der Menschen auf dieser Welt zu verändern. Was glauben Sie denn, wer steckt denn hinter solchen Plänen? Gut, hinter solchen Plänen ultimativ ist natürlich mehr Kontrolle. Mehr Kontrolle, weil man sagt eben, man muss die Menschen kontrollieren, weil das besser ist für die Natur. Man muss also das Einkaufsverhalten regulieren, man muss das Reiseverhalten regulieren, den ganzen Transport und so weiter. Das muss alles besser reguliert werden, weil das ist gut für die Natur. Und wenn man den Menschen natürlich das Geld aus der Tasche zieht, weil das ist ja der erste Sinn und Zweck dieser ganzen dieses Klimawahnsinn ist, den Menschen eine zusätzliche oder mehrere zusätzliche Steuern, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber sie sollen sich eben dabei wohlfühlen und sie sollen das Gefühl haben, dass sie was Gutes tun, weil dann zahlen sie lieber. Nur jetzt merken die Menschen, dass das immer teurer und immer teurer wird und jetzt werden sie langsam grantig und fragen sich, ob das mit dem Klima wirklich stimmt, weil wenn sie sich überlegen, das CO2, das in Deutschland in einem Jahr eingespart wird, das verpulvert China in einem Tag. Also sind alle Maßnahmen für die Katz und deswegen haben wir oder ich immer schon gesagt, das kann hinten und vorne nicht stimmen. Es macht alles nur teurer und es wird letzten Endes da münden, dass die Menschen sich das Leben, was sie sich bis jetzt leisten konnten, nicht mehr leisten können. Und deswegen bin ich dagegen, weil es auch der Natur nichts nützt. Die Natur braucht CO2. CO2 ist ja ganz wichtig für das Wachstum der Pflanzen. Also man hat jetzt dieses CO2 als Teufelswerk rausgesucht. Die Biologen sagen, ohne CO2 hätte die Welt gar kein Essen, kein Trinken, nichts. Dann wäre es bei uns wie am Mond. Also es ist Schwindel hinten und vorne und Gott sei Dank wachen die Menschen. Und Gott sei Dank gibt es auch immer mehr Wissenschaftler, die sich jetzt trauen und sagen, es stimmt nicht. Wir haben es ausgerechnet, das kann man gar nicht berechnen, was die da. Die Berechnungen sind falsch, weil sie nie die wissen ja nicht, wie das Wetter nächste Woche ist, aber sie wollen das Klima von in 20 Jahren wissen. Das ist doch Humbug. Ja. Ich möchte bei diesem Kongress auch mit Ihnen sprechen über die Familie beziehungsweise auch die Aufgabe der Frau. Beantworten Sie mir die Frage noch kurz bitte oder auch, wie Sie wollen, ein bisschen länger. Wie sehen Sie die heutige Position der Frau? Stehen wir in unserer Kraft oder was müssen wir tun, um da wieder hinzukommen? Also natürlich ist die Position der Frau in den letzten 40 Jahren geschwächt worden, weil man ja die Frau aus ihrem natürlichen Habitat rausgezerrt hat. Der natürliche Habitat einer Frau, also wenn man jetzt von der Nachhaltigkeit in der Biologie, also in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt, die ja auch bei den Nahrungsmitteln so eine Rolle, man will ja alles organisch, es muss alles organisch sein, dann finde ich, es ist das Wichtigste, dass der Mensch auch organisch handelt. Es ist also absolut unorganisch, wenn eine Mutter nicht bei ihren Kindern sein kann oder wenn eine Mutter ihr Kind abtreiben und töten muss, damit sie an der Werkbank für den Bruttosozialprodukt dienen kann und den Steuern zahlen. Also viel natürlicher wäre für eine Frau, mit ihrem Mann und ihren Kindern zu sein. Aber das hat man uns ja mit Mühe die letzten 60 Jahre abgewöhnt.
deswegen meine ich, dass die Frauen schon gelitten haben, weil die Frauen sind jetzt in einem Leistungsdruck ausgesetzt, dass sie sowohl arbeiten müssen und die Familie, für die Familie da sein. Also es ist ja zu Hause nicht weniger geworden. Es gibt immer noch einen Mann und es gibt vielleicht zwei Kinder. Aber da bleibt ja sehr viel Arbeit liegen, wenn die Frau 8 Stunden am Tag oder auch nur 4 Stunden am Tag arbeiten geht. Und das ist eben eine zusätzliche Belastung für die Frau. Und das, finde ich, hat der Frau mehr geschadet als genutzt. Das ist meine Theorie. Ja, zumal ja ihre Gaben, die weiblichen Fähigkeiten, andere sind als die des Mannes, nämlich die auch der Familie pflegend, hegend, tröstend, unterstützend zugutekommen. Und wenn die Frau da rausgeschickt wird, sie natürlich sich andere Bandagen zulegen muss, um da überhaupt durchzukommen. Überhaupt auch den Job erhalten zu können. Das werden Themen sein, über die wir sprechen. Liebe Fürstin, ich freue mich auf das Gespräch und sage ganz herzlichen Dank. Ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Alles Gute für Sie.